Ja, es ist ein bundesweit einmaliger Vorgang, dass eine ganze Abiturklasse das Abitur nicht besteht. Und da muss man natürlich schon fragen, was hat das für Ursachen? Denn das ist ja nicht alltäglich und es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich sehe da ganz klar ein Versäumnis des Kultusministeriums. Man hat die schulaufsichtlichen Belange nicht ernst genommen, zumal ich Herrn Spähnle schon vor circa einem halben Jahr auch auf die Missstände an dieser Schule aufmerksam gemacht hatte. Und ich erwarte jetzt eine klare Aussage. Ich warte die Fakten auf den Tisch. Ich habe dazu auch eine Plenumsanfrage gestellt und bin sehr gespannt, was der Herr Spähnle sagt.